Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie gehe ich um mit Menschen, die mir passiv, aggressiv, ablehnend begegnen? Offene Aggression, das ist Kampf. Das ist, wo man sich wirklich schützen muss, wo man entweder auch in diese Aggression hineingehen muss und dann ist es eben ein offener Kampf oder man zieht sich zurück. Das ist klarer und durchaus auch gefährlich und äußerst unangenehm, aber es ist klar. Diese passive Aggressivität, ja, wo es nach außen friedlich scheint, aber unter der Decke voll brodelt und wo man merkt, der mag mich überhaupt nicht und der würde mir am liebsten eine reinhauen, er tut es aber nicht, dann frage ich mich, warum tut es denn nicht? Und da gibt es dann unterschiedliche Antworten, warum jemand passiv aggressiv ist. Also meistens ist jemand passiv aggressiv, weil er selber das Gefühl hat, er sollte nicht so sein, kann es aber nicht zurückhalten. Und weil er es nicht zurückhalten kann, ploppt es immer wieder aus ihm heraus und es kommt eben zu einer Inkongruenz in seinem Verhalten, also zu einem nicht passenden eigenen Selbstbild und Fremdbild. Er wirkt für sich oder er will für sich ruhig und ausgeglichen wirken, aber weil er das eben verdrängt, was ihm so ärgert, deshalb kommt das dann immer wieder so dann eruptionsartig hoch. Und da sind dann oft diese Menschen in sich einfach halt jetzt gespalten, weil sie wollen gern nach außen was anderes vermitteln, als sie es wirklich können. Und ein Beispiel ist, es versucht jemand ein Gespräch zu führen mit so einem Menschen, der so passiv-aggressiv ist, der so innerlich total unzufrieden ist und innerlich kocht. Und es kommt zwar was halbwegs Höfliches zurück, aber man merkt die ganze Anspannung des Körpers, die ganze Art, wie der tut, ist so, dass das nicht zusammenpasst, was er sagt, ja. Und man fühlt sich nicht wohl bei diesen Menschen, weil der ständig in einer Art und Weise geladen ist, ohne dass man ihm direkt darauf ansprechen kann, weil es bewusst versucht zu verbergen, aber nicht negativ verbergen, sondern er will es ja gern positiv, aber er schafft's nicht. Und wenn man dann gekonnt diesen Menschen darauf anspricht, was ist los, warum bist du denn so schlecht aufgelegt oder was ist denn heute wieder oder so ähnlich, kann er es wieder als Vorwurf sehen und dann kommt wieder was zurück und mir geht's eh gut, ich brauche das überhaupt nicht. Also das kann sein, oder wenn man ihn wirklich trifft am Punkt, jetzt ich spüre, dass du wirklich innerlich sehr, sehr enttäuscht bist oder sehr verärgert bist, was ist es? Dann kann sein, dass dann in der Tiefe ehrlich das rauskommt, was er eigentlich wirklich hat und was ihn wirklich total stört. Und das ist dann gut, weil dann kommt endlich das raus, was er schon ganz nicht unterdrückt hat und dann kommt vielleicht auch eine offene Aggressivität raus, aber die ist dann meistens nicht mehr gegen diese Person gerichtet, sondern in Wirklichkeit ist ja dieser passiv-aggressiv unterdrückte Mensch froh, dass es dann irgendwie rauslassen kann, dass er dann einen Kanal findet, wo er es dann strukturiert ablassen kann. Und das, finde ich, ist viel nachhaltiger, als wie ich bringe irgendwas zum Explodieren, ich steche da noch einmal tief unten rein, dass der noch mehr explodiert, ist oft keine Hilfe. Gut, also ist so der eine Form der passiven Aggressivität, eigentlich der guten Form, wo der Mensch es nicht schafft, rauszukommen und das zu sagen, was ihn eigentlich innerlich tief bewegt. Die zweite Form der passiven Aggressivität ist oft in Beziehungen, wo ich einen Hass auf den Partner habe, wo ich einfach nimmer will und wo ich, warum auch immer, noch die Kontenance wahren muss, also noch irgendwie versuchen muss, gut zu agieren und höflich zu bleiben oder einfach halt nebeneinander herzuleben. Aber innerlich ärgert mich der Partner permanent und ich kann es nicht ändern, ich kann ihn nicht ändern, ich kann ihn nur annehmen, wie er ist und ich tue mir wahnsinnig schwer, den anzunehmen. Und dann kommt so eine Enttäuschtheit auf Dauer. Kann auch eine narzisstische Kränkung sein, dass ich mir denke, der Partner ändert sich nie, das wird nichts, wieso habe ich den überhaupt gefunden und warum bin ich jetzt bei dem und warum bin ich immer noch bei dem und warum bleibe ich bei dem und ich ärgere mich eigentlich über mich selber und dann wäre ich auch so passiv-aggressiv gegen den Partner, weil es mir reicht und weil ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, mit dem irgendwas noch zu tun.
Und das ist natürlich nicht gut, weil der Partner merkt, er ist nicht akzeptiert und er versucht ständig vielleicht noch was zu ändern. Oder er versucht es gar nicht mehr und denkt sich, ich bin der andere und der soll mich gern haben. Dadurch wird die passive Aggressivität noch ärger, dadurch wird die Entfernung voneinander als Paar noch gravierender. Und das ist halt total schade, weil so komme ich nicht hin zum anderen. Wenn ich merke, ich bin passiv-aggressiv und ich ärgere mich über den anderen riesig und weiß aber, ich kann das nicht ausdrücken oder ich kann das nicht bringen oder wenn ich es bringe, hat es keinen Sinn mehr, weil das ist eh schon, der ist eh schon in seiner wasserdichten Schutz, in seiner wasserdichten Schutzhaut und da kann ich ihn eh nicht mehr erreichen, der ist längst ganz weit von mir weg, dann wäre es gut, wenn ich wieder zurückgehe in mich hinein und sage, okay, ich bin da total enttäuscht, dass ich den nicht mehr erreiche, ja, und ich bin deshalb passiv-aggressiv, weil ich eben spüre, ich bin nicht mehr in der Lage, mit dem zu kommunizieren, das wird auch nichts mehr werden. Und dann wäre eben unbedingt die Empfehlung, sich auch zurückzuziehen und eher zu schauen, was muss ich tun, damit es mir wieder gut geht. Und das ist ganz oft der wichtigste Punkt, die Erwartungen runterschrauben, was ich vom anderen jetzt da sofort erwarte, weil das gibt's ja nicht. Ja, ja ich, der ist so, wie er ist und die ist so, wie sie ist und deshalb muss ich sie so lassen, wie sie ist. Und dann komme ich mit meiner passiven Aggressivität runter. Wenn ich jetzt merke, jemand anderer ist passiv aggressiv und will mich ständig manipulieren, will ständig was ändern, will ständig mich in eine Richtung bringen, in die ich nicht will, also quasi so der dritte Bereich, dann muss ich mich schützen davor, dann muss ich auch ansprechen, ich merke, dass du total von mir was willst, wo du genau weißt, das bin ich nicht bereit zu geben. Und wenn du dann beleidigt bist und dann diese Beleidigtheit zu einer passiven Aggressivität wird, ja, das ist jetzt dann deine Sache. Ich habe kein Interesse, mit jemandem mich abzugeben, der ständig mir vorwirft, dass ich falsch bin. Und deshalb glaubst du, dass du das Recht hast, passiv-aggressiv zu sein oder sogar dann offen-aggressiv. Nein, du hast nicht das Recht. Ich bin ein eigener Mensch. Ich möchte so sein dürfen, wie ich bin. Ich habe dir erklärt, warum mir das wichtig ist. Oder auch nicht. Das ist eh klar. Und deshalb bitte geh in dich und schau, wie du mit deiner Unzufriedenheit, mit deiner Unbefriedigtheit, mit deiner Unausgeglichenheit so zurechtkommst, dass du wieder normal mit mir kommunizieren kannst. Und ja, ich kann dir gerne helfen, dass du deine Enttäuschung bearbeitest, wenn du mit mir im Gespräch bist und wenn du auch formulierst, warum du enttäuscht bist. Und wenn du wie ein kleines Kind bist, total regressiv, also sprich, nur weil ich jetzt da kein Eis bekomme, bin ich deshalb schlecht gelaunt, weil ich will nämlich jeden Tag ein Eis haben und dann will ich noch einen Schlecker und dann will ich noch einen Zuckerl und dann will ich das noch und das noch und das noch, dann bin ich in einer Art und Weise unbefriedigt und glaubt, wenn ich Dinge konsumiere, bis hin zur Sexualität, dass ich dann befriedigter werde. Und das ist aber eben nicht der Fall, weil die passive Aggressivität kommt eigentlich von einer Leere in mir, in Wirklichkeit, die mich überhaupt nicht füllt. Und wenn ich nur glaube, ich kann es oberflächlich stopfen, diese Leere, indem ich was einfühle oder abfühle oder mir abhole oder mir auch erzwinge, mir einfach nehme, dann wird diese innere Leere nicht besser und dann wird auch die passive Aggressivität nicht weniger. Deshalb brauche ich einen ganz anderen Weg, nämlich, dass ich wahrnehme, warum habe ich denn da so eine Leere? Was fehlt mir denn so sehr und wie kann ich denn das auf eine gute Art und Weise fühlen, dass es nachhaltig ist und dass mir gut geht. Beispiel, ich möchte eine gute Kommunikation mit meinem Partner, mit meiner Partnerin haben, ich merke, das geht nicht, ich bin enttäuscht, narzisstisch gekränkt, wäre passiv-aggressiv, merke ich, aha, ist der falsche Weg, retour, und ich versuche offen meinem Partner, meiner Partnerin gegenüberzutreten und zu sagen, okay, können wir nochmal reden, wie wir es besser machen. Ja, ich sehe auch ein, was ich da nicht gut gemacht habe oder ich merke, dass ich mir da auch verzeihen muss, dass ich so und so jetzt da agiert habe, also auch wieder in die Selbstliebe zu gehen und dann eben den anderen erst um Verzeihung zu bitten. Also das ist auch ein guter Zugang, mich selber erst um Verzeihung zu bitten, weil ich über mich drüber gefahren bin und dann erst zum anderen zu gehen und zu sagen, ich merke, ich habe da einiges übersehen und es tut mir auch leid, dass ich da dir das auch
zugemutet habe, dass ich da Probleme mit mir gehabt habe. Und dann wird der Partner sich öffnen und wird dann merken, okay, da gibt's eigentlich jetzt ein neues Gesprächsklima und der wird dann das Gespür haben, wenn er dann Vertrauen kriegt, ja, und das nicht gespielt ist und nicht vorgelogen ist, scheinbar vorgelogen und tatsächlich dann eben ganz anders wieder ist, wie bei manchen Narzissten, die dann das als Taktik verwenden, lieb zu sein, dann öffnen sie den Partner und dann sind sie wieder so wie früher, wie wenn sie plötzlich die Maske abnehmen, und das ist super gefährlich, weil dann wird sich der andere nicht mehr öffnen. Und dann hilft mir eine passive und offene Aggressivität nicht, weil dann wird der andere aus seiner Schutzschicht nicht mehr rauskommen. Deshalb passive Aggressivität sensibel wahrnehmen bei sich selber und sensibel ansprechen beim anderen, dann mir selber und dem anderen Zeit geben, dass man da herauskommen kann, aus dieser Verdrängung, aus dieser Unterdrücktheit, in der ich mich oder andere hineinbegeben haben, und dass ich dann auch spüre, was ist eigentlich dahinter, was ist der tiefere Sinn, was ist das Wesentliche. Wenn ihnen das gelingt, dann sind sie wieder frei und dann können sie wieder gut miteinander kommunizieren. Alles Gute für Sie.